Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem Video möchte ich mit ein paar Irrtümern aufräumen, was das Spielen der hohen Töne angeht und euch damit euer Blockflötistenleben erleichtern. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Missverständnis Nummer 1 wahrscheinlich bei hohen Tönen ist, dass ihr vielleicht denkt, hohe Töne muss man laut spielen, weil sonst der Ton nicht anspricht. Man muss laut blasen, damit der hohe Ton herauskommt. Was passiert aber, wenn ihr die hohen Töne laut spielt? Zwei Dinge können passieren. Erstens sind die hohen Töne dann im Verhältnis zu den tiefen Tönen zu hoch. Das heißt, ihr bekommt unsaubere Oktaven. Während wenn ihr die hohen Töne leiser spielt, die Oktaven sauber klingen. Das heißt, dass ihr einfach in guter Stimmung spielt und nicht verstimmt. Es heißt ja manchmal, Blockflöte klingt schief. Das liegt unter anderem an so einem Irrtum, dass die hohen Töne ordentlich laut mit viel Luft geblasen werden müssen, damit sie ansprechen und damit sie klappen. Der zweite Nachteil ist, wenn ihr sie laut blast mit viel Luft, dass sie dann ein Rauschen bekommen, ein Nebengeräusch. Ich hoffe, ihr könnt das hören, wenn ich das jetzt mal mit Absicht zu laut gemacht habe. Schöner ist es, wenn der hohe Ton gar nicht so laut geblasen ist und dafür ein bisschen konzentrierter klingt, ein bisschen fokussierter, und nicht so viel Nebengeräusch hat. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber wie soll das denn gehen, wenn ich meinen hohen Ton leiser blase, dann kommt er nicht raus. Da komme ich dann auch gleich zum zweiten Punkt, der unter anderem dafür wichtig ist. Zweiter Irrtum ist, wenn ich denn weiß, ich muss ihn nicht so laut spielen, den hohen Ton, dann spiele ich ihn vorsichtig an. Das ist eben auch gefährlich, denn wenn ihr euch vorsichtig ranschleicht, sozusagen beim hohen Ton und nicht direkt mit Attacke spielt, obwohl ihr leise und mit wenig Luft blast, dann klappt es nicht. Also wenn ihr versucht, langsam anzublasen, weil ihr leiser spielen wollt, dann klappt es nicht gut. Was müsst ihr stattdessen tun? Ihr müsst stattdessen mit Attacke jetzt losspielen und schnell blasen. Wenig Luft, aber schnell. Und nicht zögern und probieren, sondern wie so ein kleiner Pfeil, den ihr abschießt. Ich kann das nicht, aber so jetzt. Irrtum Nummer 3. Bei den hohen, also den überblasenen Tönen, wo das Daumenloch hier eine Rolle spielt, muss das Daumenloch halb geöffnet sein. Das wäre also, wenn ich das Daumenloch hier so sehe, wäre das vielleicht ungefähr so. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Fakt ist, je höher die Töne eigentlich, dass ihr ziemlich weit zumachen müsst. Ihr müsst eigentlich fast ganz zumachen, damit die hohen Töne ansprechen, aber eben nicht ganz zu, klar. Aber halb geöffnet ist schwer übertrieben. Wenn ihr versucht, mit halb geöffnetem Daumenloch ein hohes F zu spielen, dann wird das schwierig. Es gibt Flöten, da geht das. Also hohes F, da spreche ich jetzt von diesem Griff. Das wäre auf der Sopranblockflöte ein hohes C zum Beispiel. Das geht nur, wenn ihr ziemlich weit geschlossen habt, das Daumenloch. Also nur einen Spalt weit auf. Der vierte Irrtum, mit dem ich hier gerne aufräumen möchte, ist, dass je höher die Töne sind, es desto schwieriger wird. Und das stimmt nicht.
Also ich denke persönlich, dass dieser Griff der schwierigste ist bei den hohen Tönen. Aber das wäre jetzt das hohe F, wie gesagt. Aber wenn er jetzt mal noch höher geht, dann käme jetzt das hohe G, da käme auch noch ein Gis, das mache ich jetzt nicht, da muss man nämlich unten zustopfen, das ist wirklich ein bisschen knifflig. Aber das hohe G auf der Alt entsprechend auf der Sopran das hohe D, das kommt eigentlich viel leichter raus als zum Beispiel das F. Also da habt ihr einen doppelten Gabelgriff, hinten natürlich fast zu, geknickt. Ich bevorzuge das Knicken, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch dann anschauen oder mehrere Videos sogar. Auf jeden Fall hinten halbes Daumenloch, sagen wir mal 7/8 Daumenloch, 7/8 zu oder so, vorne Doppelgabel und dann unbedingt wegen der Stimmung, wegen der Intonation, damit er nicht zu hoch ist, noch einen halben kleinen Finger dazu. Und natürlich brauche ich für diesen Ton auch eine Geschwindigkeit, ich brauche eine Attacke, aber ich brauche nicht viel Luft und vor allem ist er gar nicht schwierig. Der kommt wirklich auf den meisten Blockflöten gut raus. Und wenn ihr dann noch höher geht, ist es eigentlich auch nicht so knifflig wie bei dem F. Aber auch da, wenn ihr die Punkte berücksichtigt, die ich euch heute sage, müsst es auf jeden Fall klappen. Dann der fünfte und letzte Irrtum, das ist auch noch eine sehr wichtige Sache, dass ihr jetzt vielleicht denkt, okay, ich muss den hohen Ton nicht so laut spielen, ich muss ihn leise spielen, ich muss ihn schön schlank spielen vom Klang her, also ohne Rauschen und also passt dazu eine weiche Artikulation. Dann mache ich ein weiches Dü dazu, damit der auch schön mild klingt, der hohe Ton. Das ist aber leider ein Irrtum. Das funktioniert leider nicht, weil ihr so eine gewisse Attacke braucht. Also ich habe das ja erwähnt bei der Geschwindigkeit des Blasens. Ihr müsst wie so ein Pfeil, den ihr abschießt, genau wissen, jetzt fängt der Ton an. Und es ist einfach, es funktioniert am besten, wenn ihr dazu eine härtere Artikulation macht. Aber mit wenig Luft, also ein Tü, sage ich mal. Ohne dass ihr diesem Tü viel Luft folgen lasst. Sonst wird der Ton ja wiederum zu laut. Also mit Attacke, mit Tü anblasen. Wenn ich das nicht mache, wenn ich zu weich artikuliere, also ein Dü, dann klappt es nicht mit dem hohen Ton. Und jetzt hier nochmal mit der härteren Artikulation, also dem härteren Zungenstoß. Ja, das sind meine fünf, oder nicht meine, sondern das sind fünf Irrtümer, die ich mal auflisten wollte heute und euch da vielleicht Klarheit verschaffen, wie ihr das anders machen könnt. Ich hoffe, ihr kommt damit weiter beim Spielen eurer hohen Töne. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und schreibt mir gerne euer Feedback. Ich freue mich sehr, wenn ihr kommentiert unter meinen Videos. Und jetzt freue ich mich auf euch nächste Woche wieder und sage bis dahin, tschüss.